Heute sind wir an einer der hässlichsten Ecken Bethlehem und trotzdem bin ich hier stolz, dir etwas zu zeigen, was du gerade hier sehen wirst, und nämlich das Banksy Hotel. Bevor wir zu diesem Banksy Hotel gehen, wo ich eine Drehgenehmigung bekommen habe, möchte ich dir einige Einblicke zeigen von der Mauer und der hässlichsten Mauer, die auch durch eine Art von Kunst, unter anderem von Banksy zum Beispiel, das ist jetzt ein Originalbild von Banksy, was du nämlich für ein paar Millionen verkaufen könntest, sag ich mal, hier an dieser einen hässlichsten Wand existiert. Wir sind gerade in Bethlehem, das ist an der Grenze zu Jerusalem, und diese Grenze existierte in meiner Kindheit nicht. Ja, das heißt, das wurde gebaut, als ich in Deutschland war, und die haben einfach die Stadt, zwei Städte voneinander getrennt, aber eher die Araber von den Arabern getrennt. Aber das soll jetzt nicht die politische Message hier werden, sondern soll einfach eine Art Lehre für dich sein, warum Kunst eine gute Investition ist und was du daraus einfach hier, wie du daraus profitieren kannst. Ja? Hier möchte ich dir kurz einmal ein Bild zeigen. Und das Bild ist eigentlich sehr, sehr lustig und zeigt einfach Mario, was wir als Kinder gespielt haben, springt auf die Köpfe der Soldaten. Und hier bekommt er als Preis einen Steinschleuder. Finde ich voll lustig. Und da ist ja das Hotel und gleich starten wir einfach. So, da siehst du hier einige Einblicke. Das sind einige Bilder, Galerien hier. Und so sieht das Hotel aus von außen. Das ist die Mauer. Und dahin geht nach Jerusalem und auf der anderen Seite hier gehst du rein nach Bethlehem. So. Da sind wir hier. Wow, da kommt der Freund hier. Seht ihr? Das ist der Bischer. Das ist mein bester Freund. Marhaba, Bischer. Okay, so, der arbeitet hier. Dürfen wir dir ein paar Fragen stellen? Was machen deine Sallak ist Mad al Asila? No, okay. He's not hearing, he's with us. He told me, der hat mir ja erzählt von diesem Platz. Und er wusste eigentlich bis zum Ende gar nicht. Hat gefragt, soll ich das machen, soll ich das nicht machen mit diesem Job? Hab gesagt, mach das. Warum nicht? Besseren Job als was du hast. Und jetzt ist er hier. So, da seht ihr hier. Die Wand, das sind alles Banksy-Stücke. So, man sieht hier einen künstlichen Kamin. Man sieht eigentlich hier den Konflikt. Das heißt, das ist jetzt ein Geschenk von Banksy an die Palästinenser. Marhaba. Hallo. Oh, Chefin Hada. Sieht ihr hier diesen Affen? Und hier Rejection statt Reception. Rejection. Wir akzeptieren das nicht, was da mit uns passiert ist. Da seht ihr hier, was sie alles hier gemacht haben. Aus einer hässlichen Ecke wirklich ein Kunstwerk. Und hier dieses Stück, sehr, sehr berühmt. Übrigens, hier wurden einige Kunststücke so verkauft. Zu günstigen Preisen, und dazu komme ich am Ende vom Video, warum ich dir das hier auf meinem Kanal zeige zum Thema E-Commerce. Falls du in Kunststücke investieren möchtest, weil viele sowas halt unterschätzen. So, das heißt, wir schauen uns das an hier, was so alles hier gibt. Schau mal, das sind alles originale Bilder, originale Malereien. Ich habe ab und zu halt Fotos gesehen, wie die geliefert werden. Das ist Wahnsinn, wie die das halt geliefert haben. Also das war alles ein Geheimprojekt. Das heißt, bis zum Ende und bis zur Fertigstellung wusste ja keiner, was überhaupt hier entsteht. Nicht mal die palästinensische Regierung, nicht mal Israel, keiner wusste das. Sogar die Mitarbeiter wussten es nicht. Ja. Ihr Klavier spielt alleine. Wow, ich kriege Gänsehaut, richtig nice. Wir nehmen euch gleich auch zu den Zimmern. Ich zeige euch hier die Bibliothek. Bücher? Oh, so. So, das ist Wissab. Das ist der operative Direktor, aber er weiß gar nicht. Wissab, weißt du was? Nein. So. Do you want to talk about anything? No, he's not hearing. He doesn't know. Guten Morgen. Maybe this is Banksy. Who knows? So, dieses Bild hier, das war in unserer Stadt Bezahur, das habe ich sogar als Kind gesehen. Und da, glaube ich, hat der Wissam den Banksy kennengelernt, weil er einfach mal ganz genau wissen wollte, wer überhaupt dieses Bild gemalt hat. Ja, das heißt,
Das stand auf einer ganz großen Wand bei uns in der Stadt in Bezahur. Und hier seht ihr, wir gehen hier rein. Das wurde jetzt umgebaut. Das wurde von einigen palästinensischen Künstlern entworfen, aber Banksy hat das ergänzt hier mit Soldaten etc. Da seht ihr hier, wie die das jetzt alles hier gemacht haben mit Soldaten. Jetzt sehen wir hier, kommen wir weiter. Das ist jetzt hier als Bar neu gemacht worden. Hier sieht man richtig, wie nice das alles aussieht hier. Wow, ich kriege echt Gänsehaut, wenn ich die Bilder hier anschaue. Das ist echt Wahnsinn. Wahnsinn. Hier diese Kunststücke, diese Gasmasken übrigens. Da gab es ja einmal Krieg hier in den 90ern mit dem Irak. Und da hatte Irak hier Raketen auf Israel gefeuert. Und da wurden einfach auch diese Masken auf die Menschen verteilt, dass sie sich vor Gasangriffen schützen. Zeigt einfach den Konflikt hier zwischen den Ländern, aber vor allem halt zwischen Israel und Palästina. Und hier kommen wir zu einem Marhaba, Shuach Barik. So, sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Albani? Wir haben gleich hier Lalbea? Ja, okay. Alhinjayiki. Das ist Belfort und hier sieht man das, was er unterschrieben hat, hier diesen Abkommen, dass er einfach den Israelis ein Land schenkt ohne Volk einfach, weil ihr muss euch vorstellen, England war hier der Bevorwürter oder derjenige, der das Land sozusagen regiert hat und die haben einfach den Juden das Land versprochen, die kamen dann als Flüchtlinge sozusagen zu uns und irgendwann hatten die auf einmal Waffen und haben angefangen, die Leute zu erschießen und die Dörfer zu, ja, zu vertreiben, dass sie einfach ihre Länder oder ihre Dörfer verlassen. Verdienen Galbik Schubetbi auch Halien. So, ich zeige euch, was sie jetzt verkauft hier. Okay, so Art, Postcards. Endko Hadola Lissel Hitan oder Bataltet Bion? Birjau oder Birjau? Okay, ich hatte hier, für dich Sura Ilhum? Sura Hunla. Okay, ich hatte hier ja Kunststücke gekauft, auch viele Leute, die ich kenne. Und die kosten jetzt, oder wurden einfach von einigen Bekannten von mir für das Zehnfache verkauft. Ich blende das hier vielleicht ein Foto davon, dass ihr das seht. Ah, T-Shirts kann man kaufen, auch hier. Yes, bags. Bags. Books, it's all about Palestine. بس فيش عندكم اشي يعني هيك زي تحف او شغلات حلوة هيك نصور مصور اوكي مومنتان gibt es sonst nichts zu kaufen. So اوكي شكرا. Oh, das ist Wahnsinn. Hier sieht man, das sind diese Gasbomben, die Israelis auf die palästinensischen Jungs immer bei Demonstrationen quasi schießen, damit sie einfach, sag ich mal, abhauen oder aufhören. Und die Palästinenser nehmen das meistens und schmeißen das einfach die Soldaten zurück. So, und jetzt zeige ich euch, wie man hier reinkommt. Da seht ihr hier, schöne Bibliothek. Und ich habe hier den magischen Schlüssel. So, und schau mal, wo er hingehen muss. Genau an der richtigen Stelle. Und jetzt kommen wir hier rein. So, please. Also, überall Pflanzen, schön hier. Da sieht man hier Bilder. Wirklich sehr, sehr schön, auch Kunstwerke. So. So, da seht ihr hier den Aufzug. Schaut hier, Leute. Aufzug, betoniert. So, hier wollen wir nicht anfassen. Aber hier funktioniert sie auch. So, einige schöne Bilder hier. So, kommen wir rein. Ich zeige euch einer meiner Lieblingszimmer hier. Ihr könnt übrigens hier übernachten. Ja, das heißt, wenn ihr nach Bethlehem kommt, ihr könnt direkt auf der Seite von The World ein Zimmer buchen oder
Und dann habt ihr die Möglichkeit, sowas halt zu erleben. An dem hässlichsten Fleck Bethlehem, einer der besten Hotels, schönsten Hotels der Welt. So, schaut hier. Das ist ein Bild, was mehr als 1000 Worte sagt. Da sollten die Menschen sich wirklich so streiten. Ist aber schwierig, hier darüber zu sprechen, mit der Aussicht vor allem, wo jetzt die Palästinenser quasi so getrennt worden sind. Da sieht man dieses eine Bild auch von Banksy, das originale Bild hier, mit den zwei Engelchen, die versuchen hier die Mauer zu reißen. So, hier sieht man auch noch das Fernsehen. So, da seht ihr hier das kaputte Fernsehen. So, alte Radios, vielleicht sogar das Bad. Wirklich sehr, sehr, sehr schön gemacht. Kunststücke, also Wahnsinn. Ich kriege echt Gänsehaut, wie schön Banksy das hier alles eingerichtet hat. Das Zimmer hier ist zum Beispiel, wenn ihr sagt, okay, wir haben nicht so viel Geld, wir können uns nicht leisten, jetzt ein Zimmer alleine zu leisten, dann habt ihr die Möglichkeit, hier sechs Betten hier zu buchen. Ja, kann man hier als Gruppe kommen, wie Jugendherberge, aber wirklich auch sehr, sehr nice gemacht. Sehr rustikal, überall Kunstwerk. Wow, das finde ich auch cool hier. Ja, sehr, sehr schön. Flugzeuge, US-Navy. Okay, hier Koffer auf den Schränken. Cool. So, jetzt steigen wir noch weiter auf. Das sind hier weitere Kunstwerke. Extra so kaputt gemacht. Ich zeige euch mal den Hintergrund. So, hier seht ihr, das ist unser Freund George Washington. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Doch, das ist George Washington. Hoffe ich. Was nicht, schreib mir das in die Kommentare. Jetzt gehen wir in eine Luxusoase und das ist wirklich, wirklich, wirklich nice. Schaut hier, das ist echt Banksy pur. Vor allem hier das Sofa harmoniert komplett mit dem Bild. Ich habe da eine kleine Bibliothek und ich zeige euch mal das Highlight. Das Highlight ist erstmal das Bett. Hier, romantisch. Weiß nicht, ob man das romantisch nicht nennt in der politischen Lage, aber das ist wirklich nice halt. Trotz dieser Situation sowas halt zu machen. Zeigen, schau mal, hier trotzdem steckt Liebe in den Menschen. Hier habt ihr eine Bar und vor allem, hier habt ihr ein Symbol. Das sind die Kanister. Das sind die Kanister oder die Wasserkanister, die auf den Dächern hier stehen, weil es nicht immer Wasser gibt. Und hier zeigt das hier Löchern. Ja, das heißt, hier kann man das auch anmachen, das heißt, hier fließt dann Wasser runter und zeigt einfach, wie die Israelis hier auf die Dächern dann geschossen haben, dass die Palästinenser irgendwann sogar nicht mal Trinkwasser haben. So, hier sieht man ein kleines Kino. Ich kenne die Dame nicht, könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wer das ist, aber so als kleines Kino hier gemacht, finde ich auch nice. Also, okay. قلبك تفتح لنا الشباك نشوف هذاك. So, wow, hier gibt es noch eine Tür. Ah, hier sind wir auf der hässlichsten Terrasse der Welt. Schaut hier, was für Aussicht hier gibt. Und zeigt einfach hier, das ist dann die Seite von Jerusalem auf der anderen Seite. Und wir sind hier auf der Bethlehem-Seite. Hier seht ihr einfach, wie aus einer hässlichen Aussicht so ein Kunstwerk entstanden ist. Und da sieht man hier die israelischen Siedlungen dort. Da sieht man die immer, kann man erkennen mit den ja, normalen Dächern, die wir in Deutschland alle kennen. Da wohnen übrigens auch Palästinenser auf der anderen Seite. Das heißt, meistens wurden sogar Palästinenser voneinander getrennt. Wir wollen das nicht so politisch gestalten hier. Mir ging es um eine Message, dass du auch hier in Kunst investieren kannst, falls du überlegst, okay, kann ich hier in Kunst investieren, nicht nur Bilder von Banksy kann man hier kaufen, hier gibt es auch ein Museum, wo du von palästinensischen Künstlern was kaufen kannst und teuer verkaufen kannst, die liefern dir das. Schau, ob wir das jetzt fotografieren dürfen. So, aber hier seht ihr jetzt das Bad, auch alles nice gestaltet.
Okay, jetzt nehme ich euch hier zur Galerie. Hier sind einige Bilder von palästinensischen Künstlern. Und ich war gestern hier, um einfach auch mal zu fragen, was sie so alles kosten. Ja? Das heißt, ich habe sogar die Preise vergessen. Ich weiß, dass das hier ungefähr 75.000 Euro kostet, Dollar. Und die liefern wir dir das. Und das ist von Sliman Mansur, einer der berühmtesten Maler. Und ich gehe davon aus, dass es, glaube ich, auch 100, 150.000 Dollar seine Familie aus Jerusalem. Und das Ding, wenn du das Geld nicht nötig hast, in 10 Jahren spätestens ist das halbe bis 1 Million Euro. Ja, das ist so in Kunstwerken üblich. Das ist jetzt keine Investition, um schnell reich werden. Aber zum Beispiel hier dieses Bild, das kostet auch 75.000, genau von dem gleichen Maler. Aber das hat einfach die Zukunft, mindestens 500.000 zu kosten. Auch spätestens, wenn er verstirbt, dann werden hier natürlich halt teurer. Damit man sich mit sowas mal beschäftigt hat, warum Leute für sowas viel Geld ausgeben. Ist auch schön, ich kriege echt sogar hier beim Fotografieren Gänsehaut, wie schön das alles hier ist. Wie man hier schöne Sachen machen kann. Hier ist ein christliches Bild sogar. So Jesuszeit von den Römern. Überall Kunstwerke. Aber das sind jetzt nicht von Banksy, diese Kunstwerke hier. Das sind halt von lokalen Künstlern. Und dieses Hotel ist ein Geschenk von Banksy an das palästinensische Volk quasi, dass sie hier Mitarbeiter einstellen, dass sie hier auf die Beine kommen. Keiner weiß, wer Banksy überhaupt ist, wie der aussieht. Hat ganz viel Arbeit hier geleistet, ganz viel auf Wände gemalt. Das heißt, er wird eigentlich in Palästina als Held gefeiert. Aber keiner weiß, wer das natürlich ist. Ja. Ist auch gut so. Das ist übrigens hier, die Mauer zeigt einfach, wie die Menschen hier quasi ja, die Mauer verlassen, hier mit schon starken Symbolen, wirklich, ich möchte jetzt nicht politisch werden, darum geht es hier nicht, das ist einfach nur, um die Message zu zeigen. Schaut hier, wow, das Bild ist echt Wahnsinn, jetzt vor allem hier mit Corona, das, wow, das bewegt, das sitzt dieses Bild wirklich echt. Ich würde mal selbst fragen, was das kostet. Vielleicht glaube ich das. So, okay. Hier sieht man halt die Schilder. Ah, dieses Schild ist schon stark. Das steht halt immer vor den palästinensischen Zonen. Das steht hier, dass dieser Weg zu palästinensischen... Das haben die ja verändert. Das ist lustig. Okay, ich habe Schock bekommen. Weil da steht normalerweise, dieser Weg führt zu den palästinensischen Gebieten. Und um reinzugehen für Israelis ist das gefährlich. Und jetzt haben die das umgeändert. Da steht da, this road leads to occupied areas by Israelis. Occupation that enters for Palestinian cities is dangerous. Die sagen dir, das ist gefährlich halt für die Palästinenser, jetzt reinzukommen als andersrum. Ja, das ist wirklich einfach ein starke Message, weil normalerweise steht da andersrum. Das heißt, da steht, das sind palästinensische Gebiete und wenn du als Israeli reingehst, dann ist das, stellt das eine Gefahr für dich dar. Und die haben hier die Message komplett andersrum gemacht. Das heißt, ich bin selbst überrascht darüber, was hier alles an Messages hier zu sagen gibt. Was alles an Messages hier diese Bilder aussprechen. Also ein Bild sagt wirklich mehr als 1000 Worte. Und übrigens, das hatte ich euch nicht erklärt. Das ist hier der Kaik-Wagen. Das ist hier dieser Sesambrot. Ich weiß nicht, ob manche von euch kennen. Das wird hier mit Sesam. Das heißt, das wird immer voll gemacht mit Brot, mit diesem Sesambrot. Das ist kein weißes Brot, das ist nur jetzt hier ein Kunstwerk. Und das wird dann quasi mit Falafel oder mit Eiern verkauft hier auf den Märkten, ganz, ganz berühmt hier in Palästina. Falls du mal hier unterwegs bist, solltest du anschauen. Falls du hier unterwegs bist, auch komm einfach gerne mal hier zum Hotel, kauf da einige Sachen, falls du auch hier nicht übernachtest. Du darfst auch gerne hier übernachten, unterstützt die Leute. Das ist übrigens hier das Schild, was zeigt, dass Jerusalem 15 Kilometer entfernt ist. Und ich will euch mal noch kurz zeigen, als Kinder sind wir
manchmal zu Fuß nach Jerusalem gelaufen. Ja, das heißt, jetzt, okay, jetzt sehen wir das nicht. Also sehen, sind wir ja auf die andere Seite einfach, da gab es die Mauer nicht. Ja. Die wurde irgendwann 1994 haben die erstmal die Checkpoints gemacht, wo mit den Palästinensern ein Abkommen war, wo sie dann gesagt haben, okay, die Palästinenser dürfen einige Gebiete regieren. Und irgendwann hat der Sharon entschieden, wir machen jetzt eine Mauer. Diese Mauer, die wir in Deutschland alle kennen, die gefallen ist, ist hier dieses Jahr sogar 2021 vollständig gebaut, ist gebaut überall. Und die trennt halt die Menschen voneinander. Ob das jetzt eine gute Lösung ist, lasse ich mal die Message hier offen für dich. Ich zeige dir noch hier was. Schreib mir gerne mal deine Kommentare, wie du das hier findest. Und die Message von diesem Video war noch, dass du mal überlegst, ob du in Kunstwerke dein Geld investierst. Das ist jetzt keine Investition, um sofort reich zu werden. Aber ich kenne hier sehr, sehr viele Jungs, die günstige Sachen hier gekauft haben. Das heißt günstig, nicht billig, aber für das Zehnfache an Preis verkauft haben. Vor allem, wenn die auch nicht mehr available, das heißt nicht mehr verfügbar sind, wie zum Beispiel diese Mauerstücke. Ja, das heißt, zehnfache Investitionen in 2-3 Jahren rauszuholen. Was ich nicht erwähnt habe, alleine diese Visitenkarte hier aus dem Waldorf Hotel wird ja für $100 auf eBay versteigert. Ich hoffe, dass dir dieses Video ein bisschen das Bild hier von Bethlehem gezeigt hat, einige Einblicke hier vom Banksy Hotel gezeigt hat. Übrigens, mein Name ist Boutros Said und auf meinem Kanal erfährst du, wie du im E-Commerce Onlinehandel erfolgreich sein kannst. Und ich finde halt, dass es ist interessant ist, einfach darüber hier zu berichten. Vor allem, ich hatte auf meinem Instagram-Kanal einige Stories von hier gepostet und ich hatte Reaktionen ohne Ende bekommen. Die Leute waren schockiert, dass dieser Platz überhaupt in Bethlehem existiert. Viele sind Fans von Banksy und kennen diesen Platz nicht. Genau an dieser Stelle wollte ich anknüpfen und ich hoffe, dass dir dieses Video weitergeholfen hat oder dir gefallen hat. Schreib mir gerne deine Kommentare, leite es gerne an Banksy-Fans weiter. Bis dahin, dein Boutros Said.